Ich kann euch verraten. Da ist schon mal der Zwerg. Schnauze! Ich bin jetzt sauer, weil ich deinen Kumpel oben nicht finde. Aber ich kann auch sein, dass wir den schon haben. So, jetzt gehen wir einfach mal weiter. Es gab doch irgendwo diese Tür. Haben wir die schon geöffnet? So eine Gittertür war das. Kam die erst hier? Und der letzte ist sowieso, der soll in der Arena wieder sein. Ich verbrenne die jetzt einfach mal alle. Da müssten ja ein paar sein hier. Also 30 bekommen wir hier bestimmt zusammen, wenn wir alle verbrennen, die hier rumrennen. So, den anderen da müssen wir auch noch. Achso, sind noch zwei. Da ist die Tür, da waren wir auch noch nicht hinter. Das könnte tatsächlich der Fundort von dem nächsten Silberschlüssel sein. Der Schlüssel, der war ja ganz hinten auf der anderen Seite der Höhle. Haben wir hier, das ist nur ein Aufzug, ein weiterer. Hier führt aber die Treppe hoch. Ganz schön weit nach oben. Hallo? Geht's auch mal irgendwie... ach so, Plattform, okay. Ach nee, geht hier noch weiter hoch. Na Mensch. Haben wir jetzt hier irgendwas von Bedeutung? Hier geht's runter, aber da oben ging's noch weiter. Ach nee, doch nicht. Okay, ich verstehe jetzt den... Hä? Ich bin ratlos gerade ein wenig. Alter, wo kommen die jetzt alle her? Und tschüss! Und tschüss! Haben wir die? Au, au, au. Mit einem Schlag. Ein Grabungsort. Das ist hier wieder so ein kleiner abgeschlossener Bereich, glaube ich. Einfach bloß. Man muss also am Ende den Schlüssel finden. Dann kommt man hier wieder rein. Und dann kommt man hier wahrscheinlich irgendwie durch. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht zu einem Silberschlüssel, Goldschlüssel. Weiß nicht mal, wie viele uns hier fehlen. Ich weiß nur, dass wir die Zwerge suchen, aber dass ich hier trotzdem durchgehe. So. Hier wieder so ein fleischiger Sack in der Luft. Hier geht's lang. Ah, da gab's doch den einen Schlüssel, wo wir nicht rankamen, ne? Fall nicht. So, die auch noch. Wie viel kommen denn da? So, kommt mal her. Kommt mal noch ein Stück ran und... Bäm! Bäm! Oh, der liegt jetzt im Wasser. Da kommen wir, glaube ich, auch hin. Ja, da kommen wir auch hin, aber da durfte nichts sein, glaube ich. Oder? Nichts von Bedeutung. Da liegen ein Haufen Knochen auf jeden Fall unten drin. Scheint wieder so eine... Das scheint hier die richtige Festung zu sein, die sie sich gebaut haben, die kleinen Viecher. Da unten ist nur noch eine... Okay, die holen wir uns auch auf dem Rückweg. Und hier... ist ein Stelldichein. Alter! Bams! Bams! Bäm! Chili con Carne, Alter. Guckt euch das mal an, was da hinten rausfliegt aus dem Arsch, Alter. Was für Flammen. Bäm! Bäm! Komm. Jetzt müssen wir da langsam mal die 100 geschafft haben, oder? Okay, der ist immer noch am Leben. Oh, jetzt war es das. Ja. Hallo? Hallo? Ah. Silberschlüssel, yeah! Damit haben wir wieder einen gefunden. Können wir jetzt hier runterspringen? Nein, können wir nicht. Das wäre eine zu gute Abkürzung. Voll cool, dass man hier nicht in die Höhle rein kann. Finde ich schade.
Der Hund hat einen Grabungsort entdeckt. Zeig ich mal her. Smaragd. So, und dort irgendwann im Torbogen soll das Ding ja auch noch hängen. Dass man hier nicht einfach runterspringen kann. Aber ich finde auch cool, dass daran gedacht wurde, dieses Ding hier mal weiterzuführen. Dass es optisch von hier oben aussieht, als würde es wirklich dort hinten noch lang gehen. Haben nicht viele. Bei vielen wäre das jetzt ein abgeschlossener Bereich und dann ist gut. Also man kann ja sagen, was man will, aber sorgfältig haben sie es ja schon gemacht. Komm bitte, sag das nicht. Alter, ich kann hier nirgendwo runterspringen. Jetzt müssen wir wegen der... Ich kann die Truhe da auch nicht stehen lassen. Das geht bei mir immer nicht. Ich muss da jetzt eigentlich hin. Man kann hier auch nirgendwo... Nö. Naja, gut. Achso, ich bin dran vor... Ich Idiot. Hier ging es doch lang. So, jetzt einmal hier durch die Pfütze. Da müssen die alten Minenarbeiter sein. Ich kann mir vorstellen, dass wegen denen auch die Arbeiten eingestellt wurden, wegen den Hops. Weil die Arbeiter Hops genommen haben. Ein Rubin. Ja, wir müssen langsam auch mal verkaufen, wa? Wir sammeln und sammeln und sammeln und behalten einfach alles. So. Jetzt können wir dann gleich weiter. Ja, es ist jetzt so ewig lang, um zurückzulaufen. Der Höhlensound ist voll cool. Ich mag ihn. So, jetzt holen wir uns noch den nächsten Zwerg, der da eine Arena klemmen soll. Ich habe keine Ahnung, was für eine kleine Plattform da bei dem Ding gemeint war, bei dem Lösungsteil. Ja, mich regt das immer noch auf mit den Bergen. Kann der nicht genauer sein? Bei den anderen Dingern, die er geschrieben hat, hat es doch auch geklappt. Ich habe ja schon mal reingeguckt bei Miss Peak und die eigentlich alle bis auf dieses Bergeding sind gut beschrieben. Hinterm Waggon und so weiter. Aber da mit in Richtung Berge ist ein bisschen blöd bei einem Tal. Bin ich zumindest der Meinung, dass das nicht ganz so optimal ist. So, wo geht's denn jetzt hin? Wir sind falsch, wir laufen zurück. Der goldenen Linie folgen ist nicht immer das Beste. Ist ja auch klar, die will uns ja zu Lemmy haben. Mann. Ich vergesse den Weg. Von hier aus. Wie war denn der Weg von hier aus? Da lang, ne? Ja, da lang. So, jetzt sind wir ja schon fast da. Wir müssen Gott sagen, diesmal auch keinen Zauberer ausschalten, der uns den Weg versperrt, sondern können einfach durchlaufen. Da war ja wieder so eine ruhige Strecke, wo er dann so ein bisschen geplappert hat. Der gute Walter. Ach, ich vermisse ihn. Ich will eigentlich gar nicht mehr weiterkämpfen. Ich will nur den Zwerg holen. So. Komm. Bam. Bam. Okay, das war's. Also 30 müssten wir locker zusammenkriegen, oder? Wir legen die jetzt praktisch ja hier schon alle mit Feuerzauber um. Der Teddybär, der voll ist voll cool. Voll das geile Wappen. So, hier ist diesmal niemand mehr. Dafür haben wir da wieder, komm ran auf den Meter. Bam! Der Schnee von Kanne bringt's. Bam, weg mit dir. Und jetzt noch den Knochenmann da weg. Den Knochenmann, nicht den da. Ja, hier, mach den Mund auf. Jetzt eine schöne Rachenverätzung. Verbrennung, sorry. Komm. Ja, den verbrennen wir auch noch. Komm. Oh, da wirft er uns den Stab entgegen. Vor Freude. So, jetzt sind wir sind fast auf der anderen Seite und haben auch fast alle Zwerge hier. Ich glaube, der Zwerg da oben, der wird mir noch lange ein Rätsel bleiben. Ich guck mal nebenbei kurz rauf.
einen der Pfeiler haben wir die nicht. Ich bin ja Mann, die haben wir auch schon mal gemacht. Das Problem ist natürlich, ich kann jetzt auch die alten Erinnerungen für die neuen halten. Da lang müssen wir. Was machen die denn da? Alter, wie viele sind das? So, komm ran, Freund. Freund Blase hier. So, und nochmal. Und, weil es so schön war, kriegt der nochmal eine volle Ladung ins Gesicht. Und sein Kumpel da drüben ebenfalls. So. Die standen hier alle in diesem Räumchen drin. Voll die ekelhaften Viecher. Ah, ja, endlich. Ich glaube, ich habe einen Fehler entdeckt. Nee, doch nicht. Oder doch, doch, doch. Guck mal, der Weg ist gar nicht breit genug da hinten, um diesen breiten Weg hier vorne zu rechtfertigen. Wenn man so etwas baut, dann macht man das doch alles in derselben Breite und lässt den nicht einfach mal schmal werden und dann wieder breit. Der ist auf der anderen Seite von dem Tor. Wieder Viecher. Ich hab mich gefreut. So. Als wir hier mit Water waren, hatten wir die Quest doch schon. Haben wir die nicht gesehen oder war der da einfach noch nicht? Ihr solltet das mal mit einem blauen Kleid probieren. Ja, ja. Probier du es mal erstmal mit einer Kugel. Ah, Alter. Im Unterschlupfladen ist schon ein bisschen belastend. 6 von 7. Uns fehlt einer. Hm. Was mache ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir nochmal hin. Es kann nur der eine sein, der da draußen auf dieser Plattform sein soll. Geht zur Mist Peak Bahnstation an ihr vorbei Richtung Berge. Ich nehme mal an, es ist von hier aus gemeint, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher. Wo sind denn jetzt Berge? Da sind Berge. Da auch. Vielleicht sehen wir jetzt am Tage ja ein bisschen mehr. Ich schwimme einfach mal wieder rüber. An ihr vorbei Richtung Berge. Das ist für mich hier. Und dann guckt rechts. Auf einer kleinen Plattform. Richtung Berge ist hier. Hier ist eine Anhöhe, aber ich sehe keine kleine Plattform. Und eine kleine Plattform. Das ist eine Anhöhe hier, oder? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo der hier sein soll. Weil das ist ja Mist Peak Bahnstation. Das ist ja nicht das Gegenpart gemeint in Bowerstone, sondern... Ah, es wird schon wieder duster. An ihr vorbei auf eine kleine Plattform. An ihr vorbei zu einer kleinen Anhöhe. Das ist die Anhöhe. Bin ich der Meinung. Aber es sieht kein Zwerg auf einer Plattform rumsitzen. Da sitzt da auch nicht drauf. Ich sehe hier nirgendwo einen Zwerg. Hallo? Hier kommen bestimmt gleich wieder Banditen. Banditen. Ja, ich glaube, da muss ich mir ein Video zu angucken. Sonst wüsste ich nicht, wo der hier noch sein soll. Gut, dann lassen wir den erstmal. Machen wir den wahrscheinlich ganz zum Schluss. Ich guck mal ganz kurz nach der Zeit. Willkommen im Unterschlupf. Oh. Wenn wir noch 4 Minuten machen, habe ich 3 Folgen. Hoppla. Okay, machen wir noch 4 Minuten. Was schaffen wir in 4 Minuten denn noch? 4 Minuten, das ist der letzte, der uns hier fehlt. Das ist der letzte, der uns auf der Insel hier fehlt. Krass. Nicht schlecht, Herr Specht. Den haben wir und hier fehlt uns noch einer. Der kann gar nicht sein, dass das der letzte ist, der uns hier fehlt. Weil uns fehlt noch irgendwo ein zweiter. Hier haben wir den, da ist der eine, der uns fehlt. Hier haben wir den, hier haben wir auch alle. Hier fehlt uns noch einer, Driftwood. Einer dort, einer hier. Das heißt, wir schaffen den in Driftwood noch, schätze ich mal. Treibende Driftwood hatte ich doch hier vorhin. Da habe ich auch keine Ahnung mehr, wo der sein soll.
Ach doch, 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 doch. Ich glaube, den hier vorne hinter dem Feld haben wir nämlich nicht geholt. Driftwood. 22, ein Gebiet betreten. Genau, hinter dem Feld der. Auf einem Mini-Wohnwagen. Und der andere. Treibholz. Dort liegt ein Felsen, neben ein paar Möwen schwimmt dorthin, wenn er auf der Insel ist. Wir gucken einfach mal, ob es der hier ist. Mini-Wohnwagen. Da oben geht's rein. Da ist er. Eure Waffe ist lächerlich. Wartet. Da ist ein kleines, schönes Domizil hier hinten gemacht. Das ist er gewesen. So, und jetzt müssen wir den Aurora noch holen. Aurora. Na super. Wenn ihr fast angekommen seid, wendet euch auch zum Friedhof. Na gut, wir starten mal beim Hafen. Die Dünen, da gehen wir mal hin. Entweder am Friedhof, ich weiß nicht mal, wo der Friedhof von dem sein soll. Und mein Headset hat sich gerade ausgeschaltet, falls euch das Knacken aufgefallen ist. Das heißt, ich hätte zwar das Headset ist so gut wie leer. Das heißt, böse, nicht gut. Ich werde natürlich jetzt öfter versuchen, das Headset wieder einzuschalten. Und ich glaube, ich werde mir gleich ein kleines Video reinziehen und den letzten Zwerg einfach hinten ranhängen als extra Aufnahme. Oder rumschneiden. Und den hier haben wir, ne? Ja. Sonst hätten wir ihn schon gehört. Friedhof. Der Friedhof, wo soll denn der Friedhof von Aurora sein? Ist das hier? Nein, auch nicht. Ach, ist das vielleicht da, wo wir die Blume gesammelt haben? Es wird egal, wo wir hinkommen, es wird dunkel. Ist das der Friedhof? Das scheint der Friedhof zu sein. Fast angekommen unter der Brücke. Da drüben ist die... Vielleicht von der Seite, hier ist ja auch nochmal ein Gang. Ja, dann tue ich nicht. Oder war es der, den wir haben? Ich bin maßlos verwirrt. Weder weiß ich, was hier der Friedhof ist, noch weiß ich... Mein Laden ist der das glaube ich dir. Sind die Preise natürlich hoch. Kein Friedhof. Ich mache euch einen tollen Preis auf ausgewählte Dinge. Ja, ein Engpass, das ist schön. Haben wir den am Hafen doch nicht gemacht? Aurora, die Dünen am Haus, die Dünen an der Seite. Was für eine riesige... Ah, ist das nicht das Haus, die Dünen? Da ist er. Dann hatten wir den an der Brücke gemacht. Manchmal brauche ich nur jemanden zum Reden. Und andere Male dann wieder ja, nur zum Verklappen. So, ich muss jetzt ganz kurz ein Video anschauen. Das geht gleich wieder. Miss Pika, ne? Meine Fresse. Ein Foto wäre praktisch von dem Ding. Vielleicht ist das ja hier Fundort aller Zwerge. Hinweis. Gehen wir mal, vielleicht weiß der hier mehr.
Mein scheiß Headset geht ja jetzt schon wieder aus. Lauf dann Mystik vorbei in Richtung Gebirge. Vielleicht da, wo wir den Schlüssel damals gefunden haben. Weil die sagen, man könnte dann von dort aus über das ganze Tal blicken. Ah, hallo. Was mir ein bisschen komisch vorkommt, aber okay. Mystik. Ist ja nicht so, dass das ganze Gebirge irgendwie hier oben ist, ne? Aber. Deswegen hat das Mystik-Ding auch so viele. Den haben wir. Es kann nur noch hier sein. Nee, wir haben alle bis auf diesen einen. Wir sollen das Gebirge hochlaufen. Vielleicht direkt hinter uns das Ding. Aber warum sagen die dann an der Bahnstation vorbei? Ich verstehe es nicht. Das ist nicht so ganz. Ja, dann töte woanders. Gleich geht das Headset wieder aus. Alter, was ist denn hier los? Völlig stell dich ein. Lass mich in Ruhe, ich will nicht wieder spielen. Das ist hier nicht die Anhöhe, die ihr meint, oder? Das würde mich nämlich ärgern. Hier war ich nämlich erst vor kurzem. Ich glaube, ich muss wirklich gleich ein Video gucken. Das Problem ist, die schreiben alle dasselbe. Die haben wahrscheinlich alle aus dem Lösungsheft rausgeschrieben. Wie man weiß, sind die Definitionen in Lösungsheften immer sehr toll. Hier scheinen wir richtig zu sein. Hier war doch auch der Schlüssel. Ich weiß gar nicht, ob mir euer Aussehen oder euer Kaffee. Meine Fresse, gefällt. Hier war der letzte. Willst du mich verarschen? So, jetzt sollen wir hier zu Brian gehen. Boah, ey. Da müssen wir ja noch die Bücher machen, fällt mir ein. Brian, da ist der Brian. Wir müssen die Bücher noch machen. Wäre auch ganz wichtig. Jetzt machen wir also die ganzen Sammeldinger, diese ganzen Sammel... Blödsinn, die Bücher sind glaube ich noch mit das leichteste, also gegen die Bücher habe ich eigentlich am wenigsten, weil er einem da häufig auch Hinweise gibt, wo man hin muss. Haben da bestimmten Menge. Boah, ey. Damit haben wir wenigstens die Zwerge abgefrühstückt, dann in den nächsten Folgen die beschissenen Silberschlüssel. Boah, ich will nicht mehr. Ich habe auch keine Lust mehr auf die Balverine und sowas. Ach, Brian. Da seid ihr. Und ihr habt Jonathan. Danke. Ich danke euch. Die Firma hat mir geschrieben. Ich weiß, was ich tun muss, okay, damit alles gut wird. Ja. Wir folgen einfach mal Brian jetzt noch. Teile ich die ein bisschen anders, sodass die alle ein bisschen mehr über 20 Minuten kommen. Und da muss ich jetzt auch gleich los, Alter. Mann, das stört mich persönlich gerade, dass das Headset andauernd ausgeht. Aber ich kann jetzt hier auch nichts sagen die ganze Zeit. Das ist blöd. Kauft euch keine, also Gaming-Headsets, ja, aber keine batteriebetriebenen. Dann lieber über ein Headset laufen lassen. Macht mehr Sinn. Dafür kann mir mein Akku am Controller nicht ausgehen. Das ist ganz praktisch. Unheimlich, Alter. Wie fies die auch alle aussehen. Ich werde euch in diesem Teich ersäufen. Voll die ekligen. Ihr wart alle sehr krank. Aber ich werde euch wieder gesund machen. Klingt das nicht gut? Dummschwätzer! Jonathan, bitte. Ich meine es doch nur gut. Mein Herr, wir haben mit Bedauern erfahren, dass kürzlich. Ja, schon gut. Ah, hier steht es. Seht auf die gemeine Dekoration. Haltet Blickkontakt und sprecht diese Worte mit tiefer, eindringlicher Stimme. Gargulus Minimalus. Aha. Halt! Wir können darüber reden! Tut mir leid! Bitte nicht! Nehmt die anderen! Verschont mich! Jawohl! Gleich habe ich euch! Los! Schießt den Gargoyle!
Wie soll den Gargoyle jetzt erschienen? Haha. Was habe ich getan? Mein armen Zwerg. Mein Jonathan. Ich habe euch Leben gegeben und es genommen. Ich kann hier nicht bleiben. Die Erinnerung ist zu schmerzhaft. Vielleicht nimmt mich Mutter zu sich. Vielleicht hatte sie recht. Die Liebe zu Steindekoration war einfach nicht gesund. Ich suche mir echte Freunde. Vielleicht ein paar ausgestopfte Eichhörnchen. Ja, das klingt gut. Danke. Ihr habt mir gezeigt, wie leer und traurig mein Leben ist. Nehmt diese kleine Belohnung. Ich gehe zu meiner Mutter. Der Gargoyle wurde besiegt. Brians Zwergensammlung ist wieder völlig normal, was man von Brian nicht behaupten kann. Jawohl, wir haben es geschafft. Und was haben wir als Belohnung bekommen? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen und hoffe, dass das Mikro noch an ist. Sonst, ja, habt ihr nichts mehr zu hören. Harlequin-Schminke. Glänzende Rüstung. Cool. Seltener Topas. Hundetraining, Charisma 5. Zwergenschreck. Der uralte Zwergenmacher fertigte diese Waffe an, um seinen Helfer in Schach zu halten. Als er ihre tägliche Beleidigung nicht mehr ertragen konnte, bereitete er sich mit ihr selbst ein Leben. Er beendet ja mit ihr selbst sein Leben, Alter. Ein Zwergenmacher, sieh mal einen an. Und damit, Freunde, haben wir die 50, jawohl, die 50 Zwerge. Alle abgefrühstückt. Für ihren Garten. Hallo Jonathan. Jonathan sag ich. Brian. Brian und Jonathan, die beiden besten Freunde. So, und damit, meine Freunde, haben wir das heutige Pathos erledigt. Wir haben alles gemacht, was ich mir vorgenommen habe für heute. Hallo. Und damit kann ich jetzt auch nachdem wir die Geschenke geöffnet haben. Gemüse, Handspiegel, Sack Getreide, Bild. Ein Sack Getreide habe ich mir schon immer gewünscht. Kleiner Teppich, hey. So, und nachdem ich mir dann das vorgenommen habe, was ich mir für heute vorgenommen hatte, kann ich jetzt auch beruhigt einfach mal das Ganze hier beenden. Sache Tschüssikowski, bis denn, und wir sehen uns dann am, warte mal, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ey, das ist ja schon dann jetzt die Freitagsfolge. Krass, ich habe die ganze Woche aufgenommen. Ja, yeah! Nur noch Minecraft aufnehmen und mir von einem gewissen freundlichen Herren Singularity zurückgeben lassen, der sich das ja mehr oder weniger auf blöde Art und Weise ausgeliehen hat. Und dann geht's nächste Woche weiter. Wir sehen uns. Ciao. Also jetzt wirklich ciao, ne? Ich mach das jetzt hier, ne? Und dann klicke ich hier gleich. Und wenn ich dann hier die ganzen Nachrichten mal weggeklickt habe, dann sage ich einfach mal Tschüssikowski, bis denn. Wir sehen uns. Ciao.